ich war zum Beispiel letztens auf so einem Investor-Lunch. Das ist eigentlich gar nicht so mein Business und ich habe mich auch total fehl am Platz gefühlt. Und ich habe aber auch gemerkt so, wow, alle versuchen auch gerade irgendwie so sich zu verkaufen und jemand zu sein. Und dann fragen mich Leute, ja, was ist meine Investmentstrategie und Co. Und ich war einfach total ehrlich und wahrscheinlich denken die, ich bin total blond, ja. Mhm. Aber ich mache alles aus dem Bauch heraus und ich überlege mir auch nicht, wie ich sein muss oder wie ich mich verkaufen muss, sondern bin einfach der ich bin und entweder das reicht oder es reicht nicht so. Baby Gut Business. Dein Kompass im Social Media Kosmos und der Creator Economy. Wer prägt die Branche heute? Wer baut die Geschäftsmodelle von morgen? Karrieregeschichten, konkrete Learnings und echte Insider-Tipps. Mit Ann-Kathrin Schmitz. Was würdest du niemals für Geld tun? Diese Folge Baby Gut Business dreht sich ausschließlich um das Thema Geld. Und diese Frage könnt ihr jetzt mal so ein bisschen auf euch wirken lassen, während ich euch erzähle, wer heute hier zu Gast ist. Eigentlich muss ich, glaube ich, gar nicht viel zu ihrer Person sagen. Es ist Lena Gerke. Und mit Lena Gerke bin ich mal ganz, ganz tief reingegangen in den Money Talk. Wofür gibt sie ihr meistes Geld aus? Hat sie schon mal richtig Geld zum Fenster rausgeschmissen? Und wie wichtig sind ihr eigentlich sowas wie Statussymbole? Und wie investiert sie ihr Geld? Das und noch ganz, ganz viel mehr gibt's heute in der Folge Baby Gut Business. Lena, um uns so ein bisschen warm zu reden, dachte ich, haben wir eigentlich schon jetzt gemacht, aber egal. Das mache ich nie, aber ich habe letztens wieder Podcast gehört, wo ich das irgendwie voll gefeiert habe. Entweder oder Fragen am Anfang. Ja? Mhm. Die schon die Richtung, wohin dieses Gespräch vielleicht gehen wird, vorsondieren. Deswegen, bist du lieber Model oder Unternehmerin? Unternehmerin, glaube ich. Echt? Weil ich da meine eigenen Entscheidungen treffen kann und das kann ich ja als Model nicht. Also das hat mir früher immer gefehlt, deswegen habe ich gesagt, ich will irgendwann mal mein eigener Chef sein, weil irgendwie bist du als Model auch Dienstleister und musst eigentlich nur das machen, was andere Leute dir vorgeben und sagen. Mhm. Und als Unternehmerin bist du natürlich frei, kannst deine eigenen kreativen Ideen ausleben und du hast Auswirkungen und reagierst nicht nur auf Sachen. Krass, hätte ich jetzt ganz anders eingeschätzt, glaube ich. Ja? Ach, spannend, okay. Immobilien oder Aktien? Immobilien. Ich habe zwar beides, aber ich muss sagen, ich kenne mich bei Aktien nicht so gut aus. Da habe ich jemanden, der mir ein bisschen dabei hilft und das mache ich eher so ein bisschen so aus just for fun. Aber da würde ich nie meine Karten drauflegen so. Und Immobilien mache ich wirklich schon seit klein auf. Was heißt klein auf? Seitdem ich angefangen habe, Geld zu verdienen. Weil das was war, was mein Vater mir auch so ein bisschen mitgegeben hat und mich gepusht hat und ich immer das Gefühl habe, ich brauche was Anfassbares irgendwie so. Ich muss sehen, wo mein Geld geblieben ist sozusagen. Und Aktien ist ja so in the sky gefühlt. Das kann man irgendwie nicht so greifen. Und ich finde Immobilien einfach auch schön vom Gedanke her, dass ich weiß, okay, das kann ich irgendwie auch mal an meine Kinder weitergeben. Entweder mehr Geld haben oder mehr Freizeit. Oh, definitiv mehr Freizeit. Weil im Moment merke ich so, es ist ja am Ende des Tages egal, wenn du, sag ich mal, nur Geld verdienst und arbeitest, um Geld zu verdienen, aber keine Freizeit hast, um es auszugeben und um damit was Schönes zu machen, was nützt dir die Kohle so? Ne? Dann sitzt du irgendwie in deinem Office jeden Tag oder machst keine Ahnung was und hast halt einen Haufen Geld. Und das habe ich früher, als ich hatte ja wirklich eine Zeit lang, da war ich irgendwie nie zu Hause, habe nur im Flugzeug gegessen, geschlafen, wie auch immer, war viel unterwegs. Und dann habe ich mir so gedacht, so, irgendwie kann ich es aber auch gar nicht genießen, dass ich so viel arbeite. Und jetzt so mit Kids und so ist das ganz anders. Und da weiß ich auch einfach Freizeit viel mehr zu schätzen als früher. Ab heute nie wieder was Neues lernen. Ja. Oder nochmal ganz von vorne anfangen und jede Erfahrung neu machen müssen. Also Stillstand oder Progress? Nee, Stillstand finde ich am schlimmsten. Also das finde ich super schlimm. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt alles wieder von vorne anfangen wollen. Aber ehrlich gesagt, ja, eher das. Weil ich finde es cool, immer wieder neue Erfahrungen zu machen. Man wächst an jeder Erfahrung. Vielleicht hätte man das ein oder andere dann jetzt irgendwie mit dem Wissen, was man jetzt hat, anders gemacht, definitiv. Aber Stillstand ist, glaube ich, etwas, was ich nie in meinem Leben haben möchte. Lieber Geld sparen oder ausgeben? Oh, ich bin schon Sparfuchs. Okay. Ja, ich bin einfach so erzogen worden. Meine Eltern hatten überhaupt kein Geld und ich bin ja mit meiner Mutter aufgewachsen alleine. Und die war Lehrerin,
hat halbtags gearbeitet und wir sind jetzt auch nicht so ständig in Urlaub geflogen. Das war so einmal im Jahr und dann was Kleines. Und das ist irgendwie so übergegangen. Also ich bin schon so, ich halte meine Schäfchen zusammen und mache auch keine risky Sachen. Aber doch, ich gönne mir jetzt schon was, aber alles mega im Rahmen, ne? Also wirklich super im Rahmen. Mhm. Letzte Frage. Entweder ein Leben lang Klamotten oder Essen deiner Wahl umsonst bekommen? Ich würde sagen Klamotten, weil Essen ist nicht so teuer. Irgendwie habe ich gehofft, dass du das sagst, weil du merkst ja schon, das zielt so ein bisschen auf Investieren und Geld und Unternehmerin sein hier ab. Oh Wunder in diesem Podcast. Mhm. Wie viel Geld ist denn dein heutiges Outfit wert, was du anhast? Mein heutiges Outfit? Dein heutiges Outfit. Oh Gott, das ist ja wirklich leger. Muss ich mal überlegen. Ist leger? Ja. Die Hose ist leger. Ich hatte gehofft, dass du das sagst, denn der Blazer ist so toll. Der Blazer ist leger, ist schon ein bisschen ältere Kollektion, aber wir wollen ihn jetzt nochmal rausbringen, weil wir ihn gerade nochmal so feiern. Mega. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, was die Sachen ungefähr kosten, aber ich schätze mal in total, also nur meine Klamotten mit Schuhe vielleicht, 300-400 €? Cool, ja. Es gibt keine richtige oder falsche Antwort auf diese Frage. Aber das hat mich jetzt mal interessiert, ja. Und ja. Dass du deine eigenen Klamotten trägst, ist ja mega authentisch und ja, super, jeden super Tag. Schön. Genau, ich will ja auch Klamotten machen, die ich tragen kann. Also mein Kleiderschrank ist wirklich komplett voll mit Leger und ich trage jeden Tag mindestens einen Teil von Leger. Ja. Die Leute können ja nicht nur zuhören, sondern auch gucken. Ja? Also wenn ihr jetzt wissen wollt, was Lena hier anhat und wie dieser mega geile Blazer aussieht, dann nimmt man das Handy in die Hand. Überall, wo es Podcast gibt, gibt es jetzt auch den Videopodcast. Ja. Das macht natürlich Spaß, wenn man dann auch mal zuschauen kann. Ich habe auch mal vor, eine Folge zu machen über so Dopamin-Dressing und wie zieht man sich dann eigentlich irgendwie an, damit man so powerful wirkt. Weil ich sehe auch, du hast so stronge Schultern und da sind Schulterpolster drin bei mir auch. Und ja. Der ist mir sofort aufgefallen, als du reingekommen bist, der Blazer. Ich wollte dich noch fragen, aber ich dachte, ihr sagt, das ist Saint Laurent, kann ich mir eh nicht leisten. Nein, also ich finde, coole Klamotten müssen ja nicht unbedingt teuer sein. Ne? Also wir versuchen schon auch gerade so Materialien zu improven bei uns, aber grundsätzlich finde ich, wollte ich immer Kleidung machen, die tragbar ist, die man sich leisten kann, die hochwertig aussehen, aber nicht die Welt kosten so. Mhm. Und ich habe selber keinen Bock, mega viel Geld für Klamotten auszugeben. Und ich verstehe, dass das Frauen, die wollen ja auch die Vielfalt, die wollen ja nicht nur ein, zwei Blazer im Schrank haben, die wollen vielleicht 5 Blazer im Schrank haben oder noch mehr. Und deswegen finde ich, sollte es nicht zu teuer sein, aber es ist auch immer schön, so zu mixen, ne? Dass man vielleicht mal ein paar Designerteile hat, in die man investiert, die vielleicht auch lange halten und nicht nur so Trendteile sind und dann aber wiederum auch so Casual-Sachen, Everyday-Sachen, die man ständig auch mal wechseln kann. Bin ich total bei dir. Wofür gibst du denn persönlich, würdest du sagen, das meiste Geld aus? Für Urlaub. Ah! Definitiv. Was ist so dein Lieblings-to-go-Reiseziel? Also meine Urlaube mit 2 Kindern sind sehr teuer geworden im Moment, weil wir einfach dann auch immer viel Platz brauchen. Und mein Traum war es immer, viel Geld zu verdienen, um mir bestimmte Sachen leisten zu können, wie tolle Urlaube. Ich lebe davon und zehre davon. Ich bin totaler Reisemensch. Ist jetzt mit Kindern ein bisschen eingeschränkter als früher. Aber wenn ich dann verreise, will ich auch, dass das super schön ist. Und dass wir einfach die beste Zeit haben. Wir fahren jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht so weit weg. Weil es muss ja nicht unbedingt weit weg sein, damit es irgendwie teuer oder luxuriös ist. Es gibt ja auch viel, was in der Nähe ist. Und mit Kids vermeide ich, ehrlich gesagt, Langstreckenflüge, weil das ist einfach der eigene Horror. Wir fahren viel nach Tirol, nach Österreich oder irgendwie nach Südfrankreich oder sowas. Und Quality Time mit den Kids auf einem schönen Niveau ist für mich total wichtig. Ey, ich liebe die Antwort, weil ich bin genauso. Ja? Ja, klar. Also auf jeden Fall hättest du mir die Frage gestellt, wäre es dieselbe Antwort gewesen. Und wo fährst du gerne hin? Ich mache ja so abgefahrene Sachen gerne. Was ist abgefahren? Ja, ich will jetzt irgendwie nächstes Jahr, wenn das politisch in Ordnung ist, dann dort in den Jemen, auf so eine einsame Insel dort. Okay. Mhm. Ja, oder habe überlegt, ob ich mit so einem Reisebus, der eigentlich eher so für ältere Leute in ihrer Rente ist, mal in die Mongolei fahre oder so. Ja, also so besondere Urlaube, wo man jetzt nicht unbedingt Sachen, Leute sagen, boah, Anni, dann brauchst du doch wieder Urlaub vom Urlaub, wenn du das jetzt machst. Aber das sind die Urlaube, an denen man sich am meisten,
an die man sich am meisten erinnert, oder? Ich finde auch so Erlebnisurlaube sind einfach das Beste, weil das bleibt in Erinnerung. Ich habe damals irgendwie mit 21, 22 so eine krasse Safari gemacht in Afrika, aber wirklich Safari, wirklich nach Botswana, dahin, wo man sonst nicht hinkommt, mit so einem Mini-Flugzeug, und dann warst du in the middle of nowhere, und das war die krasseste Erfahrung, die ich je gemacht habe. Mega. Weil das machst du halt nicht jedes Jahr oder auch nicht alle 10 Jahre, sondern das machst du vielleicht once in a lifetime. Das ist wirklich so eine once in a lifetime Experience. Aber das lohnt sich dann auch. Das kostet wirklich viel Geld, aber das bleibt für immer in Erinnerung. Ich liebe aber auch mittlerweile, und hättest du mir das vor 5 Jahren gesagt oder auch vielleicht vor 7 Jahren oder keine Ahnung, so in meinen 20ern, war ich überhaupt nicht bereit, für sowas auch viel Geld auszugeben. Da bin ich nur gebackpackt, und mittlerweile liebe ich teure Hotels. Ich muss es als mein Guilty Pleasure. Ja. Also ich habe da meine Schmerzgrenze. Man wird ja auch bequemer, je älter man so wird. So weit nach oben gesetzt, Lena. Du kannst es dir nicht vorstellen. Also das hätte ich mir nicht erträumt, dass ich mal dafür so viel Geld ausgebe. Aber ich habe der Sache jetzt einen anderen Wert für mich beigemessen. Ja. Und worauf ich auch total abnöde, Airbnb. Geile Airbnbs, wenn ich Airbnb aufmache, wie Leute bei TikTok scrollen, so scroll ich bei Airbnb. Ja. Ich habe Listen, die heißen irgendwie so wie Wanderlust oder Träumen kann man ja mal, das ist meine Lieblingsliste. wo ich so abgefahrene Airbnbs sammle, wo ich unbedingt mal schlafen will. Das sind so ein Leuchtturm oder, keine Ahnung, so ein Unterwasser-U-Boot-Dings gefühlt. Es werden einem da auch immer so krasse Sachen vorgeschlagen, oder? Ich öffne das auch immer und denke mir so, okay, mega geil, aber so pick ich manchmal meine Reiseziele. Praktisch, aber super cool. Du hast ja, und da sind wir uns, glaube ich, so ein bisschen ähnlich, eigentlich 3 verschiedene Jobs. Ja? Du bist auf der einen Seite Unternehmerin, auf der anderen Seite immer noch Model. Ich weiß gar nicht, wie viel Raum das jetzt letztendlich einnimmt in deinem Alltag. Du bist jetzt auch Mama. Mhm. Wie kriegst du das für dich klar, in welcher Rolle du manchmal bist? Weil wenn du Unternehmerin bist, musst du, glaube ich, eigentlich ganz anders agieren als Model, wie du ja schon anfangs gesagt hast. So, da bin ich eigentlich eher so die unterwürfige Dienstleisterin. Und auf der anderen Seite Unternehmerin sein mit Mitarbeitern und irgendwie Chefin sein. Wie kriegst du das klar für dich? Wann bist du in welcher Rolle und wie switchst du so? Heute mache ich auf und bin die Unternehmerin, Lena Gerke. Ja? Wie geht das? Das sind ja alles fließende Übergänge, ne? Also, ich model ja auch für meine eigene Brand und so weiter. Das geht ja ineinander über. Und ich habe irgendwie schon immer Fotos, Content gemacht, bevor es überhaupt Instagram und Social gab. So bin ich zu meinen Fotoshootings gegangen und habe Content sozusagen gemacht. Deswegen, das ist was Normales. Also da muss ich jetzt nicht irgendwie reinstellen, dass was total Natürliches irgendwie was da ist. Und als Unternehmerin fühle ich mich auch manchmal oft gar nicht. Ne? Ich sitze da auch manchmal im Office und denke so. Ich auch nicht. Ich aus Kloppenburg. Ich bin doch immer noch 17 und ich weiß das doch alles gar nicht. Und ich mache alles einfach aus dem Bauch heraus und nach Gefühl und habe 1000 Ideen, schmeiß die rein. Manche werden wieder verworfen. Und das Wichtigste ist ja irgendwie, dass du ein Team hast, mit dem du Sachen pitchen kannst und die auch mal sagen so, ey, nee, gar keine gute Idee. Ja, oder die macht gewisse Dinge sehr viel besser können als du. Genau, oder eben das, genau. Zum Beispiel bei mir ist das so, boah, wenn ich eine Excel-Tabelle öffne, da kriege ich schon Schweißausbrüche, wirklich. Ich bin das nicht. Ich bin kreativer Kopf, deswegen, ne, also dieses Kreative, auch Content, so weiter, das liegt mir total. Und das kann ich jetzt im Designprozess bei uns total mit reinnehmen, weil ich einfach Fashion liebe und da mich kreativ auszuleben ist super. Aber klar, viele Sachen auf der Business-Ebene kenne ich auch gar nicht und habe das auch nie gelernt. Und deswegen ist es wichtig, da die richtigen Personen zu haben, die einem die besten Tipps geben oder die das Know-how mit in die Firma bringen. Und alles andere ist einfach so Learning by Doing auch viel, ne? Mhm. Ja, total. Ich habe auch schon, ich finde, es ist auch ein Prozess, und den man lernt. Ja. Und was meine Theorie ist, dass eigentlich alle, die so tun, als ob sie so super krasse Unternehmerinnen sind, ich kenne ja auch einige mittlerweile persönlich, zu denen ich vor ein paar Jahren immer noch sehr krass aufgeschaut habe, wo ich jetzt sagen würde, okay, eigentlich sind wir auf Augenhöhe, die verschweigen einfach nur die Tatsache, dass die, wie wir, Excel-Tabellen eigentlich hassen und manche Dinge gar nicht so gut können. Ja. Die stellen einfach nur das heraus, was sie sehr gut können. Und das ist auch Social Selling am Ende. Ja, also das ist genau. Die verkaufen das. Sich wahrscheinlich anders, genau. Also das habe ich auch hier und da jetzt immer mal mitbekommen, wie krass das ist, dass ich war zum Beispiel letztens auf so einem Investor-Lunch und es war so krass, weil 80% Männer waren da oder vielleicht sogar 90% eher und 10% Frauen.
Und ich, das ist eigentlich gar nicht so mein Business. Und ich habe mich auch total fehl am Platz gefühlt. Und ich habe aber auch gemerkt so, wow, alle versuchen auch gerade irgendwie so sich zu verkaufen und jemand zu sein. Und dann fragen mich Leute, ja, was ist meine Investmentstrategie und Co. Und ich war einfach total ehrlich und wahrscheinlich denken die, ich bin total blond, ja. Mhm. Aber ich mache alles aus dem Bauch heraus und ich überlege mir auch nicht, wie ich sein muss oder wie ich mich verkaufen muss, sondern das habe ich echt so jetzt so vor allen Dingen für 2024 für mich gedacht, ich bleibe bei meinen Leisten. So. Mhm. Ich bleibe bei dem, was ich kann und auch bei meiner Person. Ich muss mich nicht gut verkaufen können. Ich bin einfach der, ich bin und entweder das reicht oder das reicht nicht. So. Ja. Und ich glaube immer, Ehrlichkeit siegt am Ende des Tages und man kann sich noch so schön was aufbauen und irgendwie, ich habe das große Startup und hier und da. Am Ende des Tages liegen die Fakten auf dem Tisch und wie du schon gesagt hast, vieles wird aufgebauscht, aber letztendlich ist das ja auch nur heiße Luft. Es ist leider so. Ja. Weißt du denn eigentlich, was du jeden Monat ausgibst? Also hast du wie so eine Art Haushaltsplan oder zahlst du dir irgendwie ein Gehalt, wo du sagst, okay, das ist der Deckel, ja, mehr wird jetzt auch nicht ausgegeben. Hast du da so einen Track drauf? Nee. Ich habe eine ganz tolle Schwester, die super kann mit Zahlen und mit Tabellen und allem. Und sie macht alles für mich, quasi was Buchhaltung, was alles, was Steuern etc. angeht. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich sie habe, weil das ist für mich wirklich der größte Pain. Ich kann das gar nicht und ich habe auch gar keinen Überblick. Ich kenne jetzt auch meinen Kontostand nicht. Ich weiß nicht, was ich im Monat wirklich ausgebe. Ich frage sie hier und da mal so. Und ich weiß immer, wenn ich sie frage, ob das und das Investment okay ist und sich lohnt, dann bin ich on the safe side, weil sie ist wirklich auch konservativ, aber auch in einer guten Art und Weise. Mhm. Und da verlasse ich mich zu 100% drauf. Und aber ich bin auch keiner, der wahnsinnig crazy viel Geld ausgibt. Hast du eine Schwester? Ich habe 3 Schwestern. Oh. Ja, ich habe 2 Halbschwestern noch. Oh, wow. Ja. Und wie unterscheidet sich jetzt dein Umgang mit Geld, sage ich mal, zu dem, was deine Eltern dir beigebracht haben? Oder haben die dir überhaupt was über Geld beigebracht? Wie war das denn so? Du hast ja schon angedeutet, ja, mit 3 Schwestern ist ja auch genau. Nicht so viel Geld da im Zweifel, ja? Ja, also ich bin nur mit einer Schwester aufgewachsen. Aber es war ganz gut, weil ich habe so den Vergleich gehabt zwischen meiner Mutter und meinem Vater. Meine Mutter hat halt gar kein Geld investiert, weil aber auch nicht wirklich Geld da war. So, ne? Mhm. Also wir haben wirklich darauf geachtet, was wir uns leisten konnten. Und mein Vater, der war auch Unternehmer und hatte vielleicht ein bisschen mehr Geld, bin aber nicht bei ihm aufgewachsen und habe aber bei ihm auch gesehen, was für Investments er gemacht hat. Und er hat da auch viel drüber gesprochen. Also durch ihn habe ich auch mit 18 meine erste Aktie gekauft. Und er hat auch schon für meine Schwestern damals Aktien gekauft in sehr jungen Jahren. Und die haben da schon investiert. Aber ich habe auch gut gesehen, was er falsch gemacht hat und konnte meine Learnings dafür für mich mitziehen. Und jetzt mache ich es einfach ein bisschen anders. Es klappt auch ein bisschen besser als bei meinem Vater, muss ich sagen. Ja. Aber es war ein spannender Kontrast zwischen meiner Mutter und meinem Vater. Es ist so interessant, weil mein Vater ist ja tatsächlich Bauarbeiter. Ja, meine auch. Ja. Und der hat sich damit aber gar nicht beschäftigt. Also nee? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der jetzt tatsächlich gar, also der hat überhaupt nicht vorgesorgt, glaube ich. So unterschiedlich sind die Menschen. Ne? Ja. Und auch bei mir kam das dann relativ spät. Bei mir hat das auch keiner mitgegeben. Ich konnte auch nie jemanden fragen. Ja, also ich musste mir das echt auf die harte Tour beibringen. Ich habe bestimmt auch Fehler gemacht. Aber das ist auch nichts, was man nicht reparieren kann, glaube ich, am Ende. Nein. Und manche haben, glaube ich, das Glück, dass sie da so schon sehr jung rangeführt werden. Ja. Deswegen, ey, mega geil, dass du seit du 18 bist Aktien hast. Die sind bestimmt einiges wert jetzt. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber das ist natürlich ein großes Privileg. Hattest du denn immer Kohle oder musstest du irgendwie schon mal, sag ich mal, hattest du mal so wenig Geld, dass du was mit dem Pfandbon bezahlen musstest oder so? Oder musstest du dich mal so durchschlawinern, vielleicht am Anfang deiner Karriere? Ich habe ja mit 17 schon angefangen zu arbeiten, muss ich sagen. Da war ich noch in der Schule. Und habe dann angefangen, mein erstes Geld zu verdienen. Und das war damals schon, für mich war das so, wow, oh mein Gott, ich habe damals, keine Ahnung, 50 D-Mark Taschengeld bekommen oder so und habe dann auf einmal Summen verdient, wo ich gar nicht wusste, okay, das ist ja total absurd, ich wusste gar nicht, dass man an einem Tag so viel Geld verdienen kann überhaupt. Und als 17-jähriges Mädchen war das so, ich lege mir das alles schön beiseite, ich habe davon gar nichts ausgegeben. Ne? Also ich habe das wirklich gesaved, weil ich immer
gar nicht wusste, wo geht meine Reise im Leben überhaupt hin und ist das jetzt ein Ding, was ich vielleicht mal ein Jahr mache oder zwei und dann habe ich wenigstens das Geld beisammen. Und ich habe davor alles Mögliche an Aushilfsjobs gemacht, weil ich schon, ich glaube, von meinen Freundinnen immer so am wenigsten Taschengeld bekommen habe. Und dann habe ich überall gearbeitet, in der Eisdiele, ich habe Zeitungen ausgetragen, ich habe beim Dönerladen gearbeitet. Ich habe alles, wirklich alles Mögliche gemacht, um selber so ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen. Und dann war ich natürlich super happy, als ich mit 17, 18 wirklich schon angefangen habe, richtig Geld zu verdienen. Ich habe als erstes so das Haus von meiner Mama abbezahlt und das hat mich mega glücklich gemacht, dass ich das machen konnte, weil ich ihr damit was zurückgeben konnte, weil sie ja als Lehrerin halbtags gearbeitet mit zwei kleinen Kindern, alleine ein eigenes Haus gebaut. Ne? Das waren schon viele Investments für so eine Frau, die damals alleine war und das selber gestemmt hat, fand ich mega und das war so mein erster Schritt sozusagen, das wieder zurückzugeben. Was war denn so dein bestbezahltester Job und was war so dein schlechtester Job bisher? Also jetzt mal den Dönerladen aside vielleicht. Da wurde ich auch nach 2 Wochen gekündigt, muss ich dazu sagen. Ja, da gab es auch noch keinen Mindestlohn. Ich war zu langsam, meinte er. Aber ich habe so Zeitsharing gemacht, weißt du, ich habe mir so gedacht, da kommt immer nur so einer alle 2 Stunden und ich habe das dann so alles ganz langsam gemacht, weil ich ja was zu tun haben wollte und da nicht rumstehen wollte. Naja, fand dann nicht die richtige Strategie, egal. schwierig zu sagen. Also klar, ich glaube, so die bestbezahltesten Jobs sind immer die großen Testimonial-Deals, wo man dann auch über mehrere Jahre Verträge abschließt. Das ist immer so das Profitabelste und das ist eigentlich auch fast nur das, was ich mache, weil ich immer lange und eng mit einem Kunden zusammenarbeiten möchte und nicht so viele kleine Businesses haben möchte sozusagen und auch voll hinter dem Produkt stehen will. Und so, ich habe jahrelang für nichts gearbeitet, ehrlich gesagt, um meine Karriere aufzubauen. Also ich bin ja wirklich Türklinken putzen gegangen in allen möglichen Ländern, damals als Model. Ich habe dann nach meinem Abi angefangen, da war ich dann 19, bin nach Paris, nach Mailand, nach Griechenland, nach London, nach New York und habe meine Touren gemacht und bin da jeden Tag zu Castings gegangen, mehrere an einem Tag und habe wirklich mir den Arsch gearbeitet, um irgendwie da so über die Runden zu kommen. Und das war aber voll das gute Learning für mich. Ich war immer sehr diszipliniert und sehr hardworking und das hat mir auch gar nichts ausgemacht. Aber ich wusste, ich hatte ja immer ein Ziel vor Augen und wusste, dass ich das machen muss, um dahin zu kommen. Und hast du dich immer gut beraten gefühlt in der Zeit? Also, nee, gar nicht. Das ist ja auch eine zu einer Zeit gewesen. Nein, Modelagenturen sind Social Media und Transparenz, was gar Geld angeht. Du hast keine Ahnung bei einer Modelagentur, was mit deinem Geld eigentlich passiert. Manche Kunden haben auch einfach gar nicht bezahlt, obwohl du für die gearbeitet hast. Und dann wiederum haben dir Modelagenturen so viele Prozente abgezogen, wo das, was du gar nicht nachvollziehen konntest. Also du fühltest dich eigentlich als Model immer betrogen. Und da haben auch so viele betrogen. Also das ist ganz, ganz sicher. Ja. Was würdest du niemals für Geld machen? Was würde ich niemals für Geld machen? Voll viele Sachen, ehrlich gesagt. Ich würde niemals Playboy machen. Ich würde niemals ins Dschungelcamp einziehen. Ah. Ich würde niemals von einem Hochhaus springen für Geld. Ich würde nie Bungee-Jumping machen. Es gibt 1 Million Sachen, die ich nicht machen würde für Geld. Also ich finde Dschungelcamp sehr witzig, dass du sagst, ich habe es gestern noch geguckt. Ah, das läuft gerade wieder. Ja. Ich habe das noch nie so richtig geguckt. Ganz großartig. Aber ja. Ich mag die Staffel. Da sind so random Leute dabei. Oh, ich finde Lucy das von so den No Angels. Ja? Mhm. Oh, No Angels war ich ja früher großer Fan. Ich auch. Aber 12. Ich wollte immer Sandy sein. Ja, jeder wollte Sandy sein, oder? Einfach zu krass. Okay, aber wie investierst du dein Geld? Du hast schon gesagt, Immobilien hast du, Aktien hast du. Hast du sonst irgendwie noch abgefahrene Investment-Tipps, die du mit uns teilen kannst? Oh, Tipps weiß ich jetzt gar nicht unbedingt, aber ich habe so in ein paar Venture Capitals investiert. Ist vielleicht sehr risikohaft, aber das habe ich auch einfach mal ausprobiert. Da bin ich über eine Freundin reingekommen und auch in ein oder das andere Startup habe ich auch investiert. Ich habe jetzt gerade wieder so ein paar Pitch-Decks auch. Wir schicken auch Leute einfach Pitch-Decks zu. Und wenn ich die mega interessant finde, kann ich mir auch vorstellen, da zu investieren. Ich muss immer was machen, wo ich eine Verbindung zu habe oder also bei mir sind es wirklich Produkte. Ich bin jetzt nicht so ein Tech-Typ oder so. Etwas, wo ich mich nicht mit auskenne, da investiere ich nicht so gerne. Deswegen würde ich einfach immer nur raten, zu investieren, wo man sich wirklich auch gut auskennt, so damit man auch weiß,
was mit dem Geld eventuell passiert und auch wirklich nur Geld zu investieren, was man, also das mache ich zum Beispiel, was man übrig hat, dass man immer noch genug Geld hat, um gut zu leben und sich nicht irgendwas aufzuhalsen. Ich habe zuletzt in etwas investiert, wo ich mich eigentlich gar nicht gut auskenne, und zwar in einen Frauenfußballverein von Verena Pausdorf. Ja. Ich weiß nicht, ob du da zufällig auch investiert bist, aber Nein. Das fand ich irgendwie sehr charmant. Da dachte ich, okay, da kenne ich mich jetzt nicht super gut aus im Bereich Fußball, aber das fand ich vom Netzwerk her super interessant. Und das war mein latest Invest tatsächlich. Ja, viele Freunde sind von mir da auch investiert. Ja. Und ich finde es auch eine coole Idee. Ich finde das super, was Verena da gemacht hat. Ich freue mich auch, wenn ich nächstes Jahr mal zu so einem Spiel mitgehen kann. Ich habe auch eine Mütze und einen Schal von dem Verein, den mein Freund ehrlicherweise immer trägt und es nicht weiß. Der findet das Logo einfach cool. Aber ich glaube, das kann noch richtig groß werden. Ich glaube Frauenfußball, wir machen ja auch mit Legere gerade eine Kooperation mit dem FC Bayern. Ich glaube Frauenfußball ist hoffentlich jetzt an der Zeit, richtig Aufschwung zu bekommen und verdient auch mehr Visibilität. Ja. Und das klang jetzt bis hierhin sehr reflektiert mit dem Geld. Ja. Aber und sehr sparsam und sehr vorbildlich. Stimmt. Aber jetzt musst du uns auch erzählen, wofür du einmal so richtig Geld aus dem Fenster geworfen hast. Boah, ich habe damals vor ewigen Jahren mal so Schiffsanleihen gemacht. Das war wirklich the worst. Schiffsanleihen? Ja, so Schiffsanleihen, da konnte man so, im Prinzip, ich weiß gar nicht mehr, wie das wirklich war, Import-Export-Schiffe, und da kannst du so Anleihen im Prinzip ein bisschen wie so ein Aktiengeschäft kaufen. Und das ging dann aber in der Krise total unter und das Geld war dann auch so futsch. Spannend. Ja, das war einfach Bullshit. Hätte aber auch was werden können im Zweifel, ne? Ja. Und was war so bisher das Teuerste, was du dir jemals gekauft hast? Das Teuerste, was ich mir jemals gekauft habe? Das kann jetzt auch mal was Materielles sein. Komm. Eine Wohnung war das Teuerste bis jetzt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ein so paar witzig. Wohnungen in Berlin und das ist die größte Investition. Ja. Die Freundin, die ich gestern noch getroffen habe, die wohnt in einer Wohnung von dir. Ich weiß. Die Jona, liebe Grüße, so witzig. Und die so, mit wem machst du morgen das Interview? Ich so, ja, mit Lena. Und die so, witzig, ich wohne in ihrer Wohnung. Ja. Ich so, lol, wir sprechen über Geld und Immos. Das ist auf jeden Fall total lustig. Ja, das ist total lustig. Das war, glaube ich, mit die teuerste Wohnung tatsächlich, die ich gekauft habe. Nee, die ist auch echt schön. Ja. Ich war schon mal da. Ja, nee, die ist sehr schön. Da bin ich ja reingezogen, als ich jetzt nach Berlin gezogen bin. Das sollte erst mal eine Zweitwohnung werden. Dann bin ich schwanger geworden, dann bin ich da selber reingezogen. Dann kam Corona. Und dann haben wir uns was Größeres gesucht mit Kind und Kegel sozusagen. Ja, da muss man auf jeden Fall. Spätestens dann muss man umziehen. Hast du schon mal ganz bewusst auf Geld verzichtet? Und warum? Ja, also ich habe schon mal Gagen gespendet sozusagen. Mhm. Also ich habe, oder wenn irgendwelche Charity-Projekte sind, in Verbindung zum Beispiel mit Kunden, die bei mir was einbuchen wollen, es geht um Charity-Projekt, dann bieten sie mir aber Geld an, damit ich das mache. Und das Geld spende ich dann direkt in die Organisation. Mhm. Und das läuft gut, weil wir haben ja gerade, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dieser riesen Chiara Ferrani-Skandal. Und dann gab es auch in Deutschland den Influencer, der für einen Obdachlosen was gesammelt hat und das auch nie ankam und so. Und jetzt kochen diese ganzen Stories irgendwie hoch. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt sind Marken und auch Influencer sehr verhalten, was das Charity-Thema angeht, weil alle Angst haben, dass das so eine riesige Sache wird. Und das finde ich sehr schade. Ja? Ich finde es einfach wichtig zu checken, und das habe ich halt damals gemacht, ist das Geld bei euch angekommen von der Firma? Und dann ist ja alles super, aber ich rede da eigentlich auch gar nicht drüber. Also wieso sollte ich da jetzt drüber reden? Ich mache das einfach, und weil das ist ja so ein Herzensprojekt von mir, dass ich die unterstützen will. Ich gehe jetzt nicht raus und sage, ey Leute, übrigens habe ich gerade das und das gespendet. Sondern das machen ja schon viele image-wise, ne? Ja, also klar, wenn wir offiziell, sage ich mal, Geld sammeln, zum Beispiel mit Legere haben wir auch mal ein T-Shirt gemacht für eine Organisation, dann gehen wir auch raus und sagen, ey, wir haben das und das eingenommen und das spenden wir jetzt. Einfach um auch zu zeigen, geil, was ist da eigentlich bei rausgekommen, und geben es dann weiter. Aber ansonsten, nee. Mhm. Ja. Ist auch immer ein bisschen schwierig, mit sowas hausieren zu gehen. Ja, das stimmt. Wenn du jetzt, oder du hast ja schon geteilt, dass du sagst, okay, als Model verdient man auch relativ
schnell sehr viel Geld im Zweifel. Mhm. Und du hast dich damals auch so gefühlt, als ob es relativ einfach verdientes Geld vielleicht auch war. Ja. Was würdest du sagen, jetzt vielleicht mal auch im Blick auf Deutschland, wer verdient denn eigentlich mehr Geld? Welche Berufsgruppe so in deiner... Wer das verdient hätte. Wer verdient quasi hätte, mehr zu verdienen? Wow. Also jetzt kann ich das auf jeden Fall gerade sagen. Erzieher, Ärzte, all das, was wir brauchen irgendwie, um unsere Kinder großzuziehen, um gut leben zu können, Gesundheitssystem etc. Ich glaube, das verdient auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und natürlich auch Leute, die in Altersheimen, in Pflegeheimen arbeiten. All diese Leute, die die Care-Arbeit machen eigentlich. Vielleicht kann man das so umschreiben oder umfassen im Großen und Ganzen. Ich finde, die sollten viel, viel mehr Geld verdienen, weil ohne die könnten wir alle gar nicht arbeiten und alle gar nicht existieren und leben, so wie wir es machen. Ja, ich hoffe, dass du das sagst, weil irgendwie wird diese Berufsgruppe ja in diesem Podcast irgendwie nie so sichtbar. Und ich dachte so, wahrscheinlich wirst du mir zustimmen, wenn ich das jetzt noch angebracht hätte. Aber ich finde immer, wenn man über Geld spricht und wer irgendwie wie viel verdient in Deutschland und so, dann mache ich dafür häufig irgendwie Werbung. Jetzt nicht unbedingt in diesem Podcast, aber wenn ich auf Panel Talks sitze und Leute sprechen über New Work und so, weiß ich gar nicht, ob das nicht zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, auch in dieser Bubble rund um Berlin und hier New Work und weiß der Geier was. Also bevor wir uns darüber echauffieren, weiß ich nicht, ob das nicht ein Sektor wäre, wo man mal am ehesten ansetzen müsste. Ja, oder das zum Thema oder auf den Tisch bringt. Das sehe ich ganz genauso. Also jeden Morgen, wenn ich mein Kind irgendwie in die Kita bringe, denke ich mir so, boah, ihr seid so toll. Danke, dass ihr das macht, weil das ist auch so ein stressiger Job. Und ohne die könnte ich ja wiederum jetzt gar nicht hier sitzen. Klar. Und müsste mir irgendwas anderes überlegen. So von daher, ich weiß es so unfassbar zu schätzen. Und ich finde, das verdient viel, also die sollten auf jeden Fall viel mehr verdienen. Ja. Ich finde, das ist das Fundament unserer Gesellschaft. Ja. Ja. Darauf baut sich alles auf. Und wenn das marode wird, dann bröckelt das von oben herunter. Ja. Ja. Und das ist echt etwas, was mir manchmal auch Sorgen macht. Aber naja, redest du mit deinem Partner über Geld? Weißt du, was der verdient? Weißt du, was du verdienst? Habt ihr ein gemeinsames Konto? Nee, wir haben kein gemeinsames Konto. Nee. Wir sind ja auch nicht verheiratet. Aber nö, wir wissen so grob, glaube ich, was der andere verdient. Aber wir sprechen nicht so viel über Geld, weil es für uns gar nicht so wichtig ist. Hier und da, klar, schon. Also wir regen uns auch auf, wenn etwas zu teuer ist oder wenn wir viel zu viel Geld für einen Urlaub ausgegeben haben. Und dann sagen wir uns aber es war es trotzdem wert, weil wir hatten die gemeinsame Zeit und wissen das zu schätzen. Und das Schöne ist, dass wir geldmäßig total auf einer Welle sind. Witzigerweise haben wir gestern Abend, witzig, wir sprechen nie darüber, gestern Abend haben wir kurz darüber gesprochen, und haben so gedacht, wie viel ist es uns eigentlich wert, auszugeben für gemeinsame Zeit etc. Und haben beide gemerkt, wir sind auf dem gleichen Level. Und er hat mich auch so gefragt, wären wir eigentlich glücklicher, wenn wir jetzt in einem größeren Haus mit einem Pool oder mit keine Ahnung was wohnen würden? Und wir waren beide so, ey nee, es wäre total egal, wie viel Geld wir hätten. So gerade sind wir in so einem, ich weiß auch nicht, verändert sich ganz viel bei uns auch, dass wir sagen so, wow, einfach gemeinsame Zeit. Mm. Das ist das A und O. Das ist das, was dich wirklich glücklich macht. Quality Time zusammen mit den Kids, mit dem Partner oder auch alleine. Einfach wirklich Zeit und die sinnvoll zu nutzen im Moment. Nicht immer noch nach vorne schauen. Ich habe auch jahrelang immer nur nach vorne geschaut. Immer nur geplant, geplant, geplant die letzten Jahre. Und jetzt habe ich das Gefühl, die Zeit muss mal kurz anhalten, damit man auch mal weiß, wofür man das einsetzt. Weil je älter man wird, also mir wird das immer bewusster, desto mehr wird mir bewusst, wie endlich alles ist. Und ich will meine Zeit richtig gut nur noch einsetzen und nicht mehr für Bullshit. Und ich will auch keine Kompromisse mehr machen bei meiner Zeit. So, ich will das so haben, dass ich wirklich glücklich bin und meine Quality Time habe. Ich weiß nicht mehr, von wem das Zitat ist, leider. Ich muss das nochmal raussuchen, aber daran versuche ich mich immer zu orientieren oder das bestätigt das, was du sagst. Und ich bin auch an dem Punkt, ja, dass man, während man hustelt, ist er wie so ein Berg, den man klettert. Ja, das wird immer, gibt es mal Zeiten, da ist der Berg steiler, dann wird er etwas flacher, aber es geht immer bergauf. Ja, man ist eigentlich am Hustlen und am Arbeiten und am Machen und am Tun. Und vielleicht sind wir an dem Punkt angekommen, wo man auf dem Berg auch mal kurz innehält und den Ausblick genießt. Ja,
Ja? Genau. Und obwohl man vielleicht nicht oben ist. Und wo ist denn überhaupt oben? Ja? Ja. Wann ist denn oben erreicht? Genau. Ja? Deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man, während man den Berg besteigt, immer mal diese Phasen sehr bewusst einbaut, wo man den Ausblick auch genießen kann. Ja. Weil wenn du immer nur auf den Berg starrst, während du ihn hochkletterst, was war das denn für ein Leben? Ja, ist eigentlich nicht lebenswert. Es ist tatsächlich echt eine Frage, mit der ich mich auch, ob wir alt werden, Lena? Wie alt bist du? Ich bin jetzt 35. Ja, guck, ich bin 33. Ist eine Alterserscheinung, glaube ich. Ist wahrscheinlich eine Alterserscheinung. Klar, in meinen 20ern habe ich solche Gedanken nicht gehabt. Definitiv nicht. Aber es ist ja auch gut, es ist ja auch ein Reifeprozess. Also manche haben das ja auch schon früher, manche später. Aber ich finde es irgendwie einfach nur cool, ehrlich gesagt, dass man sich dessen bewusst ist, weil man dann auch ganz anders mit Zeit umgeht. Und auch Ängste verfliegen. Ja. Aber hattest du schon mal so Zukunftsangst oder früher total? Ich war viel von Zukunftsangst geleitet, weil ich nie wusste, wo geht mein Weg hin? Selbstständigkeit, ne? Als Model, du hast irgendwie so einen bestimmten kleinen Zeitpunkt einfach nur, wo du auch arbeiten kannst. Danach bist du zu alt für den Job und Co. Halt all die Dinge. Aber ich habe halt auch gemerkt, es kommt immer wieder was anderes, immer wieder was Neues. Du willst ja auch nicht dein Leben lang irgendwie nur als Model vor der Kamera stehen. Wurde mir ja dann auch irgendwann zu langweilig. Da habe ich gesagt, okay, jetzt gründe ich meine eigene Firma so. Mhm. Und das wird irgendwann auch wieder in was anderes überschwappen im Zweifel. Oder vielleicht auch nicht. Aber das heißt ja nicht, dass es irgendwann aufhört. Und das habe ich halt früher gedacht. Ich habe früher einfach gedacht, so okay, irgendwann ist der Zeitpunkt da, da arbeite ich wahrscheinlich einfach nicht mehr, weil ich keine Anfragen mehr habe. Und das hat mich schon dazu getrieben, immer super viel zu arbeiten. Deswegen sitzt du heute hier in diesem Podcast, weil ich immer Zukunftsangst hatte und mir gedacht habe, Influencer Marketing, das kann doch nur 5 Jahre gut gehen. Siehst du? Also das wird sich doch wieder irgendwie selbst kannibalisieren. Das sind die Leute nicht mehr cool finden. Das wird zu staatlich reguliert. Mhm. Also da wären so viele Faktoren gewesen, die in meinem Kopf das Ding Influencer-Marketing irgendwie in den letzten 5 Jahren hätten zum Einstürzen bringen können, was nicht passiert ist. Mhm. Ja, aber das hat mich motiviert, mein eigenes Baby-Gut-Business-Imperium, nenne ich es jetzt einfach mal, mit Veranstaltungen, mit journalistischen Inhalten, mit dem Podcast, mit unseren Social-Channels, mit unserer Jobbörse, ja, mit allem, was dazugehört. Wir machen auch Pullis mittlerweile und alle ganz viele kleine Standbeine irgendwie so aufzubauen, dass ich diese Zukunftsangst verliere. Weil ich bin da auch richtig krass von betroffen eigentlich. Nicht mehr jetzt. Also jetzt kann ich ruhiger schlafen. Ich glaube, viele Selbstständige, oder? Also ich glaube, dass das sehr viele Selbstständige haben. Ich glaube auch nicht Selbstständige. Je nachdem, was für einen Job du hast heutzutage. Layoffs überall gerade. Ich kenne so viele Menschen, die wieder arbeitslos sind auf einmal. Ja. Also es ist schon, und das ist doch, glaube ich, auch der Grund, warum Leute Angst vor KI und so haben, war das schon echt. Aber was würdest du denn sagen, weil das eine Frage ist, die mich auch voll viel beschäftigt hat in den letzten Jahren, wann ist denn genug Geld? Also wann hat man denn, macht man das jetzt an der Summe fest? Oder, also wann geht man in Rente? Ist das in klar? Rente? Also, ja, oder auch, wann hört man auf? Das ist eine gute Frage bei Selbstständigen, wann geht man in Rente? Ich glaube, Selbstständige hören nie so wirklich auf. Ich glaube, das verschwimmt sich einfach im Zweifel irgendwann. Oder vielleicht eine andere Frage, wann hat man genug Geld, um zufrieden zu sein? Oder ist das überhaupt mit Geld zu bemessen? Das definiert ja jeder anders. Also es gibt für mich zum Beispiel Geld oder eine bestimmte Summe, die ich erreichen wollte, um eine finanzielle Unabhängigkeit gegenüber allem zu haben. Um zu wissen, ich komme mit dem Geld jetzt aus, egal was passiert. So, und ich habe meine richtigen Investitionen gemacht. Und jetzt denke ich schon wieder so, okay, ja, jetzt muss ich ja noch meine Kinder versorgen. Und die sollen ja auch was kriegen. Obwohl, ich bin ja auch mit Null gestartet. Ich hatte ja auch kein Kapital von meinen Eltern oder keine Immobilien vererbt bekommen. Ich habe gar nichts geerbt. Nothing. Aber das war irgendwie auch gut und motivierend für mich, ehrlich gesagt. Ich wollte ja auch immer selbstständig auf eigenen Beinen stehen. Und diese finanzielle Unabhängigkeit, ich glaube, das muss jeder für sich selbst definieren. Und da hat vielleicht jeder auch eine Zahl im Kopf, aber vielleicht auch nicht. Soll ich dir meine Zahl sagen? Hm? Ich mache das an so Alltagssituationen fest, die ich früher hatte, wo ich sehr, sehr viel über Geld nachdenken musste. Zum Beispiel, wenn ich mit Freunden im Restaurant war und ich hätte gerne noch eine zweite Cola getrunken, aber habe es mir dann verkniffen wegen dem Geld. Mhm. Ja. Und manchmal sitze ich jetzt immer noch im Restaurant und der Moment, wo ich dann nochmal die Karte in die Hand nehme, um zu gucken,
trinke ich noch ein Glas Wein, ist der Moment, wo ich mich ehrlicherweise erfolgreich und auch reich fühle, blöd gesagt. Mhm. Weil ich mir denke, ich muss mir über mein zweites Glas Wein oder meine zweite Cola keine Gedanken mehr machen. Ich bestelle die einfach. Ich gucke nicht mal, ob die 3 Euro oder 5 Euro kostet. Ja? Ja, ich kann sie mir kaufen, wenn ich das möchte. Ja. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Und ich glaube, deswegen bin ich echt ein glücklicher und zufriedener Mensch. Voll ist kein gut. Scherz. Ja. Weil ich das so wertschätze und mir das im Alltag immer wieder auffällt, weil es echt eine Zeit in meinem Leben gab, wo ich da wirklich drauf gucken musste. Mhm. Also eine lange, lange Zeit. Ja. Und wo ich auch gefühlt so einen Stundenlohn auf Colas hätte runterrechnen können. Ja? Oder Döner oder so. Und das finde ich ist so... Ich versuche die Frage für mich so zu beantworten immer und dann immer wieder zu denken, also ich brauche eigentlich jetzt Status quo nicht mehr, ja? Ja. Es ist so, ich bin da schon mega happy mit dem, was ich habe und wie ich mein Leben leben kann. Ja, für mich sind es tatsächlich auch bestimmte Sachen oder Dienstleistungen, auf die ich selber keinen Bock habe, dass ich mir das leisten kann. Oh ja. Dass das jemand anderes für mich macht. Oh ja. Und er aber auch gut dafür bezahlt wird, so, ne? Also ich weiß, das wertzuschätzen. Aber wo ich weiß, ich möchte meine Zeit anderen Dingen widmen. Das ist Luxus. Und das ist für mich Luxus gepaart mit Urlaub. Glaubst du, man kann auch zu viel Geld haben? Zu viel Geld, ja. Ich glaube, man kann. Ich glaube, Elon Musk hat zum Beispiel zu viel Geld oder Jeff Bezos. Ja, die haben definitiv zu viel Geld, die Bros. Also ich finde ja immer, man kann als Kind zu viel Geld haben, weil ich finde so Snobby-Kids total schlimm. Und wenn die Geld nicht wertschätzen und nicht damit umgehen können und in einer Welt aufgewachsen sind, wo einfach Geld keine Rolle spielt und die auch damit so umgehen, ich glaube, das finde ich ganz schlimm. Steilvorlage. Wie willst du das denn bei deinen Kindern machen? Wie viel Taschengeld werden die denn bekommen? Ja, also definitiv nicht so viel. Also ich werde das schon total zügeln und ich werde die auch dazu erziehen, dass man auch nicht alles einfach neu kauft, weil etwas gerade nicht mehr passt oder keine Ahnung was, sondern dass sie ihre Sachen wertschätzen, dass sie ihr eigenes kleines Geld haben, was sie verwalten können, aber dass nicht einfach alles gekauft wird. Mhm. Finde ich super wichtig. Ja. So bin ich erzogen worden, weil es damals nicht anders geht, aber genau die Werte will ich meinen Kindern auch mitgeben. Ja, das ist sehr löblich. Ja. Wie alt sind die jetzt? Ist noch ein bisschen Zeit, ne? 3 und 1. Ja, okay, dann gibt es noch kein Taschengeld. Das wird dann in Süßigkeiten bezahlt. Ja, genau vielleicht. So ist es nämlich. Mal noch zum Abschluss ein kleines Gedankenspiel. Mhm. Was würdest du denn machen, wenn du aus irgendeinem Grund jetzt pleite wärst? Was würdest würde du irgendwas machen? Anders machen? Ich meine, du hast immerhin deine Immos. Aber... Also wenn ich quasi meine Immos noch hätte und gar kein Bargeld in dem Sinne hätte, dann würde ich, glaube ich, in einer meiner Wohnungen ziehen. Erstmal, um da. Aber würdest du irgendwas, weiß ich nicht, würdest du gärtnern oder Kräuter anbauen oder? Ich würde mir auf jeden Fall irgendwas überlegen. Im Zweifel, ich habe so viele Produktideen immer. Ich würde im Zweifel mich an die Leute wenden, die ich kenne und mir irgendein neues Projekt aus der Hüfte stemmen. Oder ich würde, keine Ahnung, irgendwas Neues lernen, um irgendwas machen zu können, ja. Du könntest einen Podcast machen. Zwinker. Zum Beispiel, vielleicht. Das war's. Ja. Vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Ja, war das auch für dich angenehm? Definitiv. Ich habe schon so lange nicht mehr über so viel über Geld gesprochen, ehrlich gesagt. Ja, ich auch nicht. Und ich dachte, es wäre mal wieder an der Zeit. Ja? Ja. Also das ist vielleicht was, was du jetzt auch nicht jeden Tag 100 Mal in Interviews gefragt wirst. Nee, genau. Stimmt. Das finde ich immer boring, wenn man so, oh, wie bist du da hingekommen, wo du hingekommen bist? Ja, das ist interessant, aber was machst du jetzt mit den Sachen, die du schon hast? Ja, es waren komplett neue Fragen, muss ich gestehen. Cool. Ja. Well done. Ja, mega.